So, das war's. Okay, also man bekommt halt auch sehr wenig Erfahrungspunkte, ne, für die Tötungen. Ist natürlich auch sehr schlecht. So, ich weiß nicht, haben wir diese Tür schon mal aufgemacht? Ah, jetzt ist sie aufgeschlossen, super. Schauen wir doch mal, was hier abgeht. Da ist auf alle Fälle ein Posten. Da sollten wir vielleicht mal rein. Dann haben wir das nämlich auch auf die Karte, wisst ihr? Ach so, das ist ja der Platz, wo wir... Ja, das war ja das, wo wir auch drinne waren. Genau, wo der Knaller hier tot ist. Okay, das können wir aber nicht als unseren Unterschlupf benutzen. So. Keep out, Digga. So. Wahrscheinlich ist es da, wo wir aufgewacht sind, ne? Wo wir, This place looks like the picture I saw of the wo wir halt das Bombenattentat gesehen haben. Da, was ist das? Das ist ein Blumenstrauß. Blumenstrauß, ein kleiner Strauß mit einem weißen Blumen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, für was das gut ist oder ob wir das irgendwo hinbringen müssen. Da lag noch Geld. So, können wir das auch aufschließen? Das war schon auf, okay. Genau, hier sind wir auch rausgekommen. Das habe ich gar nicht gesehen. Na gut, wir mussten ja auch fliehen. Wir konnten ja nicht uns alles anschauen. Da sind auf alle Fälle zwei Leute. Müsste man hier glatt so aus die Tür ziehen können, ne? Das wäre so genial. Aber ist leider nicht. Ach, das sind Ghule. Na, hallo erstmal. Wir halten natürlich schon ein bisschen mehr aus, ne? Guck mal, die orangene Leiste ist ja die Ausdauerleiste. Die ist schon sehr groß. Aber könnte natürlich auch noch besser sein. Boshafter Ekon. Okay, da ist ein Ekon. Wir müssen aber hier durch. Müssen wir mal von... kurz. Ja, man sieht halt nichts, ne? Oh, 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 oh. Okay, den haben wir erstmal. Ah, der scheint hier ein bisschen zu wüten, ne? Ekon. Ekon sind ja die jungen Vampire halt. Wir sind auch noch ein Ekon. Ein sehr frischer Vampir. Da drüben sind schon wieder Zweier. Ah, wir müssen hier lang. Wir müssen da lang, aber... Sorry, Sir. No admittance. Don't come any... Die! Piece
So. Weiß ich nicht, ob noch jemand hier war. Ah, da oben ist noch jemand. Kümmern wir uns gleich drum. Wir sammeln nur mal schnell hier alles ein. Und dann gehen wir Richtung... Oh, da war noch was. So, mein Freund. Du machst hier Kotten, ja? Haha. So, den haben wir auch. Oh, hier ist noch eine Tasche. Eine Tasche. Was ist hier hinten? Geld. Und... Was anderes, keine Ahnung. So, dann gehen wir mal Richtung Nebenquest. Wir müssen da lang. Ja, genau in falsche Richtung. Danke. So. Kurz mal abchecken die Gegend. Okay, wir müssen jetzt hier hoch. Ich bin sehr gespannt, was uns hier erwartet. Ist immer noch gar nichts. Ein Boot, was auf dem Trockenen sitzt. This place. Rain may have washed away. Ach, hier war es doch. Sag ich doch, das war hier. The memory. Genau hier. My poor man. Genau hier haben wir sie kalt gemacht. Ja, und die Mary haben wir ja dann wieder getroffen und mussten sie leider jetzt erlösen von ihren Qualen. So. Jetzt weiß ich nur nicht, ob wir da runter müssen. Sehr viele Sachen, ne? Okay. König und Vaterland braucht sie. Ja, genau. This is my watch. Na, das ist meine Uhr. So, Drohung. Hallo Jungs. Zu eurer letzten Nachricht zum Auftrag, die Toten in South Rock zu plündern, sag's nur immer. Tut es einfach. Seid, was? Seid froh, dass ich eure Beschwerde nicht erwähnen zeige. Sie würde euch die Eier abschneiden. Ein kleines Vögelchen hat mir außerdem gezwitschert, dass ihr Witze über das macht, was ich am Pier gesehen habe. Also, bin ich nur ein Spinner, der Angst vor seinen eigenen Schatten hat, oder ein Beknackter, der wie ein altes Weib Gespenstergeschichten brabbelt? Gut, ich mag es, wenn meine Jungs Spaß haben. Der Beknackte wird auf eure beschissenen Kadaver pissen, nachdem diese scheiß Monster, das ich gesehen habe, eure Spatzenhöhlen aufgefressen hat. Genießt den kommenden Nächste, Kollegen. Ich habe gehört, es soll regnerisch und neblig werden. Budi. Also Budi, über den machen sie sich sogar lustig, ja? Das ist nämlich der Typ, der mit der Alten da zusammen ist, die eigentlich alles managt. Und jetzt haben wir nämlich auch einen Indiz, ja, damit er eigentlich nur eine kleine Pussy ist. Und das war's nämlich. Entscheide, was du Evelyn Cox sagen willst. Melde den Tod der Grabräuber, verberge die Wahrheit. Das war's, Leute. Das war's mit dieser Mission. Jetzt gucke ich gleich mal, ob wir noch... Ah nee, das ist... Okay, wir müssen die wirklich zurückbringen. Jetzt ist natürlich die Frage, was wir machen, ne? Verbergen die Wahrheit oder nicht? Ich denke, wir sollten mit diesem Knaller hier nochmal quatschen, um ihm halt klarzumachen, jo Junge, wir wissen, was die Sache ist. Du bist ein Weichei, ja? Du hast nix, aber absolut nix auf Tash. Und deine Alte managt hier alles. So, dann wollen wir mal. Ja, schade, dass es keine Schnellreisefunktion gibt, ne? Gibt es das nicht? Kann man nur so schnell hinreisen? Rein und raus zoomen, ne? Man kann wirklich nicht. Ah, das ist echt blöd, ne? Man muss halt den ganzen Weg da wieder hinrennen.
Meine Mankit bekommt ja keine Erfahrungspunkte wegen Rennen. Ist echt blöd, ne? Aber warte mal, wir können ja trotzdem mal gucken, ob wir noch eine andere Mission, eine Nebenmission haben. Wir haben diese jetzt. Entscheiden, was du bezüglich Ecoblock-Kampagne unternehmen willst. Klebe 5 Plakete in den Straßen der East End End Box auf. Ah, das können wir doch auch machen. Das können wir auch machen, ne? Dann haben wir das auch. Aber wir gucken gleich nochmal nach der anderen Mission. Suche die Diebe, die den Penny gestohlen haben. Gucken wir mal, wo dieser Typ ist. Der ist auch da hinten. Also das können wir dann kombinieren. Dann gucken wir mal diese Mission hier noch. Die ist auch hier. Also das kann man alles kombinieren. So, dann gucken wir mal dieses. Mensch. Ah, das ist hier, siehst du? Das können wir dann auch gleich machen. Na super, wir sollen die Diebe suchen. Okay, alles klar. Ach, das sind wahrscheinlich die hier drinne sind. In dieser Einrichtung. So, mal kurz schauen, wie wir da reinkommen am besten. Müsste eigentlich reichen. Das ist natürlich die Frage, ob die das sind, ne? Die sind lauter Ratten. I can't believe I'm doing this. Warum denn nicht? Die Ratten sind doch ganz okay. Das muss irgendwo da sein, ne? Finde den Ort, an dem der Bombeneinschlag stattgefunden hat. Da hat er doch letztes Mal irgendwas erzählt. Wo wir hier nämlich langgelaufen sind. Da hinten ist noch ein. Da hinten ist ein Versteck. So, Unterschlupf freigeschalten. Gleich mal alles einsammeln. Da so ein Bettchen. So, hier können wir wieder Medizin und sowas alles herstellen, ne? Kennt er ja. Okay, wir müssen immer noch den Platz finden, wo der Bombeneinschlag war. Er hatte das letzte Mal irgendwas gesagt, ne? Da hat er doch... Ach nee, da oben ist was. Warte mal. It's locked. Ist verschlossen. Warum ist die verschlossen? Da muss es ja irgendwo einen Schlüssel geben. Auch nicht. Es gibt keinen Schlüssel. Da ist eine Tür. Warum geht die Tür nicht auf? I cannot enter. Ist von der anderen Seite verschlossen, okay. Nix, ne? Das war ein Ghoul, aber... Muss ja, warte mal, wir waren auf dieser Seite. Müsste es rein theoretisch hier hinten drüber sein. Es müsste diese Tür hier sein eigentlich. Oder ist es hier oben? Kann natürlich auch sein. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da hochkommen. Wann kommt der? Nee, kann er nicht. Er kann da nicht hochkommen. Warum kann er da nicht hoch? Warte mal. Es muss einen Weg geben, um da hochzukommen.
Ah, jetzt ist die Tür offen. Alles klar. Haben wir das auch. Und wo hat er gesagt, dass das da hinten ist, das mit die Gule? Das müsste hier irgendwo sein, ne? Hier hinten müsste es irgendwo sein. Der hat ja doch vorhin nämlich erzählt, hier hat die Bombe eingeschlagen und hier müsste es doch irgendwo sein. Hier müssten sich auch die Diebe rumtreiben. Yes. Ja, hier ist es. The place has changed since the explosion, but it was definitely here. I should find some way to pay my respects. May all who suffer. Ach, jetzt hat er die Blumen. Tragedy find or rest in peace. Jetzt hat er nämlich die Blumen dahin gebracht. Okay, da haben wir diese Mission auch fertig. Müssen wir. Da haben wir nämlich diese Darsen. Schnodder auch fertig. So, dann gucken wir mal, wo dieser Typ ist. Wahrscheinlich muss man den auch suchen. Das ist auch hier hinten. Okay, wir gehen jetzt erstmal zurück, reden mit die beiden Leute und dann gehen wir Richtung hier und machen die anderen Docks. Und hier hinten ist auch noch jemand. Okay, alles klar. So, dann machen wir das doch mal. Verfolgen wir erstmal diese Sache. So, dann müssen wir hier raus, genau. So schlimm war das alles gar nicht, ne? Also hier geht's wirklich noch. Aber wie gesagt, da hinten, wenn wir zum Escalon Club wollen, da war wirklich sehr schlimm. Was war das jetzt? Okay, ich weiß nicht. Egal. Kann man nicht hier auch lang? Nein, man muss echt wirklich da rüber rennen. So, naja, gut, machen wir das so. Müssen wir darüber laufen. Bleibt uns nichts anderes übrig. Kann natürlich sein, dass das auch wieder hier jetzt Gegner sind, ne? Kann auch alles sein. Aber ich glaube nicht. Vielleicht gibt es ja einen Erfolg fürs schnellste Rennen oder das längste Rennen. So, nee. Hier sind wir falsch. Dann geht's weiter. Ja, dann bringen wir die Mission erstmal zurück. Und dann reden wir gleich mit dem Humpty Dumpty. Was hier los ist, genau. So, ah, da sind wir ja schon. Alles klar. Jetzt müssen wir den nur noch finden, ne? Und dann. So, war das jetzt. Nein, wer war das? Das war das. War das. Das war, glaube ich, in der Kneipe, ne? Genau, das war in der Kneipe hier hinten. Oh, die Kneipe jetzt, warte mal. Ne, wir sind falsch. Wo ist die Kneipe? Es war die Kneipe. Ach, da ist er doch. Ein bisschen verwirrend alles hier. So, wo ist er? Da ist er. Jo, Digga, habt ihr Blumen hingebracht? What? I found the location of the explosion, Mr. Delaney. I placed. Really? That's so kind. I never thought. Ja, so bin ich halt, ne? Well, thank you, Doctor. It's nothing, really. And I'm sorry for your loss. What? No, I didn't know them. No car was supposed to park there that day. Stupid bastard, why did he park there? You're the man who hid that bomb. I don't want to talk about it. Leave me alone. Echt mal, du hast die Bombe gelegt, ey, und jetzt machst du ihn hier. Oh, alle zwei Hinweise frei. Cool. I sense your guilt, Dyson. Why is that? Did you not think violence was an acceptable political tool? I still believe our fight was just a killing an innocent couple who were just at the wrong place at the wrong time. No way. Hm. Sie sind an jenem Tag selbst auch gestorben. Sie sind ein Feigling. Sie haben einen schrecklichen Fehler gemacht. Sie sind selber gestorben. Seitdem trinkt er nämlich nur und macht nur noch Blödsinn, weil er damit nicht klarkommt, ne? Dass er die halt umgebracht hat. I know. Maybe I deserve judgment. Until that day, I'll just be Dyson the drunk, not Dyson the murderer.
Ja, das ist richtig, aber wenn die Leute das wüssten. Tell me about it. No. I don't want to remember it. The victims. They were not the target then. I spent so much time figuring out the perfect moment. I used a short fuse. No car had ever parked there. They all died. Why use a bomb? What were you trying to destroy? The Dawson and Dawson Ammunitions Factory. A symbol of violence against the people. My group wanted to destroy it to send a message. Ach so, der wollte keine Kinder Menschen töten, sondern die wollten eigentlich nur, ja, die Fabrik. Goodbye, Mr. Delaney. Die Fabrik, machen. So, der hat nur 1000.